Aus aktuellem Anlass befassen wir uns heute mit einem Thema, was durch Social Media geistert. Zumindest auf Twitter geht das wild hin und her. Und es geht um die Schließung zweier Einrichtungen in Berlin. Und zwar einmal den Fantalisa-Raum für Mädchen und junge Frauen und das Aliyah-Zentrum für Mädchen und junge Frauen in Friedrichshain-Kreuzberg. Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Alex Boos, Rechtsanwalt, der euch täglich über den neuesten Beef und die neuesten juristischen News auf dem Laufenden hält. Ganz genau. Und ich komme aus Mainz. Hat die Menge gebrüllt, hä? Ja, upala. Steht eine Dose rum. Ja, ein Thema hat mich heute sogar dazu bewogen, mal wieder auf Twitter was zu posten. Und ich habe mich da ein bisschen gebettelt mit einem, ja, ich glaube, ein Kollege von mir, ehemaliges Bundestagsmitglied wohl. Und zwar geht es um die Schließung von zwei Mädchenzentren in Berlin, ja, durch das Bezirksamt. Und da habe ich ja wilde Posts gelesen heute. Politischer und juristischer Skandal war da die Rede von. Und da haben sich viele Leute dran gehängt, auch aus bestimmten Bubbles, mit denen wir uns ab und zu mal beschäftigen. Und da habe ich gedacht, ich mache mal ein objektives Video dazu und teile mal so mit, was da bisher wirklich bekannt ist und was da eigentlich los ist. Das hier findet man auf der Seite des Bezirksamts Berlin, hier Friedrichshain-Kreuzberg, zuständig, berlin.de. Und da heißt es hier relativ unspektakulär: Schließung der Einrichtungen, Fantalisa-Raum und Aliyah-Zentrum für Mädchen und so weiter. Und dann heißt es, die beiden Jugendfreizeiteinrichtungen in Friedrichshain und eins in Kreuzberg werden durch das Jugendamt geschlossen. Grund hierfür ist die Beendigung der entsprechenden Leistungsverträge durch das Jugendamt mit dem Träger der beiden Einrichtungen. Also die Stadt, beziehungsweise hier eben dann entsprechend das Jugendamt zuständig, hat da entsprechende Leistungsverträge abgeschlossen mit diesem Trägerverein, um den es hier geht. Es geht um den Verein Frieda e.V. Ja, und die sind wohl hier als Betreiber aufgetreten für diese beiden Zentren. Jetzt geistert es ja durch Social Media, da werden keine richtigen Gründe gegeben. Es ist angeblich von Antisemitismusvorwürfen die Rede, es ist davon die Rede, dass Mitarbeiterinnen, und ich sage mal vorneweg, es geht hier um die Geschäftsführerin und um Mitarbeiterinnen, dass die auf einer Demo waren. Die einen sagen mit antisemitischem Bezug, die anderen sagen, es war einfach eine palästinensische Mahnwache. Das Ganze übrigens schon im Oktober passiert. Und zweiter Grund sind dann Social Media Accounts. Da hat hier, mit dem ich mich da gebettelt habe auf Twitter, der hat dann gesagt, ihre privaten Social Media Accounts wurden dafür ausgespäht. Ja, also ganz, ganz krasse Gerüchte gehen da irgendwie durch die Welt. Und dann geht es hier noch um das Thema, das hat sich wohl wieder bei dieser Demonstration, bei dieser Versammlung hier abgespielt, dass diese Versammlung dann aufgelöst worden ist und dass man da wohl nicht weggegangen ist. Und ja, das ist es so im Wesentlichen, was ich da gehört habe. Also, was ist wirklich passiert? Fangen wir mal am Anfang an. Der Vorwurf geht in Richtung Antisemitismus, ja, um den es hier ging. Und ich glaube, wir fangen am besten mal mit der Story an. Diese beiden Einrichtungen, die zu diesem Trägerverein gehören, beziehungsweise, ich muss anders sagen, von diesem Trägerverein Frieda e.V. eben betrieben werden, werden unter anderem finanziert vom Bezirksamt und dem Jugendamt. Ja? Und diese Förderung hat man jetzt beendet mit folgender Begründung. Begründung 1, das habe ich so der Presse entnommen, geht um zwei Geschäftsführerinnen. Ja, einmal eine Frau Montaseri und eine Frau Sode. Und weiterhin wohl um eine Einrichtungsleiterin. Die hat man unter anderem im Oktober auf einer Pro-Palästina-Demo gesehen. Und da gehen die Vorwürfe dahin, dass es da wohl auch zu Ausschreitungen kam, dass diese Demonstration bzw. diese Versammlung dann aufgelöst wurde von der Polizei. Ja. Nächster Vorwurf ist, die Geschäftsführerin soll unter anderem bei Instagram mehrfach aufgefallen sein durch antisemitische und antizionistische Posts. Und angeblich, zumindest sagt das die Presse, würde das gegenwärtig von der Staatsanwaltschaft überprüft. Da läuft wohl ein Ermittlungsverfahren. Dritter Punkt war, diese besagte Geschäftsführerin war wohl auch als Rednerin angekündigt für den vor kurzem stattgefundenen Palästina-Kongress. Ja, ging ja auch wild durch die Presse und da waren ja einige Leute auch angekündigt mit, ich sag mal, mehr als zweifelhaften Ruf und teilweise durften die dann aber auch nicht kommen. Also man hat zwar die Veranstaltung an sich erlaubt, aber es waren da teilweise dann bestimmte Redner, ich glaube es ging um zwei oder drei, mit Einreiseverboten belegt oder mit einem Verbot, dass die dort eben auftreten. Einer ist unter anderem wohl dabei, der
ja, sich relativ deutlich geäußert hat und verschiedene Verbrechen der Hamas am 7. Oktober in Israel hier deutlich geleugnet hat. Ja, also sehr, sehr kritische Geschichten da im Umfeld. Das ist dem Bezirksamt bzw. dem Jugendamt jetzt hier zu heiß geworden. Deshalb hat man die entsprechenden Verträge mit diesem Trägerverein, der wiederum Betreiber dieser Mädchenzentren, sage ich jetzt einfach mal, ist, gekündigt. Ja, ich kenne diese Verträge nicht, aber ist ja vom Grundsatz mal her so, dass solche Verträge in der Regel Laufzeiten haben. Und hier geht es um eine sogenannte außerordentliche Kündigung. Das heißt, du brauchst einen triftigen Grund, wenn du sowas beenden willst. Und die sieht jetzt das Bezirksamt. Kündigung schauen wir uns gleich an, eben in diesen Punkten, die ich kurz umrissen habe. Das Ganze geht natürlich jetzt wild rum und jeder gibt irgendwie seinen Senf dazu. Manche mit zutreffenden Sachen, andere mit irgendwelchen Halbwahrheiten. Also ein wilder Kram, der da rumgeht. Ich habe gesehen, jemand, der auch wie ich nicht so gern genannt wird, die hat auch schon eine Instagram-Story dazu rausgehauen. Also da muss ich sagen, okay, muss man einfach mal ein bisschen aufklären und vor allem auch mal ein bisschen abwarten, weil jeder behauptet da jetzt wieder irgendwas und viele fangen dann an zu googeln oder suchen irgendwas und dann kamen da wieder so Behauptungen. Deshalb auch einer der Gründe meines heutigen Videos. So, wir schauen uns die Kündigung mal an. Und die habe ich hier. Die hat der Trägerverein selbst dann veröffentlicht. Da seht ihr das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin und das die Abteilung Jugend, Familie und Gesundheit. Insoweit auch das Jugendamt hier involviert. Na? Das Ganze an das Frieda Frauenzentrum e.V. Fristlose Beendigung. Kündigung aufgrund erheblicher Verletzung vertraglich geschuldeter Pflichten bei der Leistungserbringung für das Projekt. Und dann ist das hier genannt. Hiermit beenden wir den zwischen Frieda e.V. und dem Bezirksamt Jugendamt bestehenden Leistungsvertrag aufgrund des nachfolgend beschriebenen Sachverhalts mit sofortiger Wirkung. Und dann zählen die hier auf, die Vertragspflichten, ja, was die hier machen sollen, die Ziele, die damit verfolgt werden und so weiter. Und dann kommt die Begründung, aufgrund nachfolgender Feststellung sind wir überzeugt, dass die Ziele in der Zusammenarbeit mit Ihnen tatsächlich nicht mehr umgesetzt werden können. Das sind jetzt sozusagen die Kündigungsgründe. Die übrigens wollte ich auch mal mitteilen, sollten vielleicht manche bei den Rechtsgebieten bleiben, die sie so tun. Ja, die im Fall dieser Kündigung zwar darzulegen sind, aber da ist nicht in allen Einzelheiten jetzt vorzutragen, sondern es muss für den, dem gekündigt wird, eben erkennbar sein, um was es hier tatsächlich geht. Ja, ich bin da auch nicht verpflichtet, dazu kommen wir gleich, in Bezug auf diese Social Media Posts, um die es da geht, dass man die hier vorlegt. Ja, das ist natürlich völliger Quatsch, sondern das muss eben entsprechend begründet sein und dann ist das auch ausreichend. Und weil wir uns ja in einem laufenden Verfahren finden, wenn das diesem Verein, den man hier gekündigt hat, nicht passt, dann können die ja sich entsprechend da juristisch auch zur Wehr setzen und dann klärt sich das Ganze vor einem Gericht, ob das eben ausreichend ist oder nicht. Aber dieses Bezirksamt hat sich jetzt eben entschlossen, das zu kündigen und dann ist das jetzt eben mal so. Ne? Das ist jetzt nun mal die Situation. Also, dann geht es hier um Fokus und da finden sich zwei Fotos von Teilnehmenden an einer angemeldeten familiären Mahnmache für Palästina in Berlin, die sowohl Frau Montazeri, Frau Sode und Frau Kupfer in dem Moment zeigen. Das sind diese drei Mitarbeiterinnen. Ich hätte die Namen übrigens nicht genannt, aber Frieda, also der Trägerverein, um den es hier geht, hat die ja selbst genannt. Von daher sehe ich da jetzt auch kein Problem. Beide Geschäftsführungen Frieda e.V. und eine ist Leiterin des Mädchenzentrums Fantalisa. Wir sprechen hier also nicht über einfache Mitarbeiterinnen, sondern wir sprechen hier über Personen in Führungspositionen. Also, da sind die im Fokus wohl gewesen und zwar in dem Moment, an dem die Demonstration nach Ausschreitung und Eskalation durch Teilnehmende von der Polizei aufgelöst wurde. Unsere Befürchtung ist, dass hier durch die umgenannten Personen eine gezielte konfrontative Auseinandersetzung mit den Polizeikräften als Vertretung des Staates gesucht wurde. Alle drei vorgenannten Personen haben sich nicht nach der friedlichen familiären Mahnwache zurückgezogen, sondern standen zum Teil vermummt in vorderster Linie gegenüber den Polizisten. So, kommen wir gleich mal zu dem ersten Ding. So, hier sind wir jetzt bei Twitter. Ich bin jetzt der Einfachheit halber mal auf das Profil von Tobias hochgegangen, weil der das gepostet hatte. Und da ist ein Ausschnitt hier aus dem Fokus. Und da sind die drei Personen auch drauf, um die es hier geht. Ja? So, also nur, dass mal klar ist, um was es hier geht. Da ist diese Geschichte gerade aufgelöst worden. Und es war dann wohl so, dass man nicht gehen wollte. Es gab auch Ausschreitungen vorher. Das kann man alles recherchieren, wenn man ein bisschen guckt. Ja, so. Jetzt muss man noch was weiteres dazu wissen, weil da immer von einer Mahnwache die Rede ist. Es gab diese Mahnwache, so habe ich das recherchiert. Diese ist aber dann durch den Anmeldenden, der das Ganze quasi angemeldet hat, abgemeldet worden, weil es unter anderem dazu kam,
dass das Ganze eskaliert ist und dass da Leute diese Mahnwache für ihre Zwecke genutzt haben, und zwar anti-israelische Zwecke, dass dem Veranstalter hier zu krass wurde. Und er hat gesagt, okay, ich melde das hiermit ab. Das Ganze stattgefunden kurz nach dem 7. Oktober, ja, und mit dem entsprechenden Hintergrund. Wir hatten ja zu der Zeit genügend Demonstrationen gesehen, was da teilweise abgeht. Und so war das wohl hier. Und die Polizei wollte das dann beenden. Und es kam dann auch zu Ausschreitungen und Protesten, gab Festnahmen und so weiter. Also nur, dass mal klar ist, von welchem Umfeld wir hier sprechen und wo diese drei Damen sich da aufgehalten haben. Ja, dann kommen wir weiter, weil ich gelesen habe, wo habe ich das denn gelesen? War das bei meinem Freund Dave, den ich übrigens gar nicht kenne, aber hat mal irgendwie was über mich getwittert. Ich meine, der hatte da so einen Kommentar dazu. Meine Güte, twittert er viel. Das ist auch, ich, weißt du, da wollte ich dich mal in eins meiner Videos bringen und dann twitterst du so viel, dass man den ganzen Tag am Scrollen ist. Der war ein Spaß, wird's ja toll, wenn du viel postest, aber Mann. Ah, hier ist das Ganze, jetzt habe ich es endlich gefunden, aber ich hatte es ein bisschen falsch in Erinnerung. Also, er hat es nur gerepostet. Oh, und da geht es um, wenn man vermummt, eine genozidale Terrororganisation unterstützt, muss man Konsequenzen rechnen, hat wohl irgendeiner gepostet. Dann kam, hey, das ist ja Shoyuka. Hallo. Und dann postet hier wieder einer drüber. Heute tritt übrigens das ein, was die Verschwörungstheoretiker vor ein paar Jahren während Covid anmahnen. Massive persönliche Konsequenzen für etwas, das im Bereich der Meinungsfreiheit liegt. Mir geht es jetzt hier aber insbesondere um die Nummer mit der Vermummung. Ja? Und das habe ich vorhin auch bei jemand anderem in der Story gesehen, die wir eben schon hier gesehen hatten auf Twitter. Die hat nämlich gesagt, dass man deshalb, sollen wir es mal einspielen? Nein. Das hier ist eigentlich kein Shoyuka-Video. Sie hat nämlich sinngemäß da gesagt oder hat die Frage gestellt, ja, weil ja der Vorwurf der Vermummung ist, auch in der Kündigung. Und da hat sie gesagt, naja, das ist ja kein Wunder, wenn man mit Konsequenzen rechnen muss, wenn man auf einer Demo irgendwie erwischt wird oder gesehen wird. So, hierzu ist Folgendes zu sagen. Es gilt bei diesen Versammlungen, gibt ganz wenige Ausnahmen, die hier nicht einschlägig sind, ein sogenanntes Vermummungsverbot. Ja, du darfst solche Sachen nicht machen, dass deine Identitätsfeststellung nicht mehr möglich ist. Wenn du dagegen verstößt, ist das strafbar. Fragen dazu? Nein. Also, machen wir weiter. Zweiter Punkt, der hier genannt ist, infolge des Überfalls der Hamas auf Israel und der daraus resultierenden Wahrnehmung des Selbstverteidigungsrechts und so weiter und so weiter. So, hier postete Frau Montaseri in ihrem Instagram-Account seitdem diverse Pro-Palästina-Äußerungen und zugleich antisemitische und antizionistische Aussagen gegenüber Israel. Diese werden aktuell von der Staatsanwaltschaft überprüft. Verdacht Volksverhetzung, verwenden Kennzeichen verfassungswidriger terroristischer Organisationen. Da ist hier weiter, diese Posts auf Social Media wurden unter anderem von Mitarbeitenden von Fantalisa privat geliked und für gut befunden, was aus unserer Sicht ein deutlicher Verstoß gegen die oben genannten Zielsetzungen von Demokratiebildung und dem Abbau menschenverachtender Einstellungen ist. Ja, also hierzu hatte ich vorhin auch, da geht's hin und her, warum legen die das nicht vor? Freunde der Nacht, die müssen das nicht vorlegen. Ja, wichtig ist, ob es das gibt oder nicht. Und es ist auch nicht Aufgabe irgendeiner Behörde, jetzt am ersten Tag jeden mit diesen Infos zu versorgen. Und wenn ich solche Aussagen dann höre, auch in Instagram-Stories, ja, vielleicht gibt es diese Posts, vielleicht gibt es die auch nicht, Schrödingers Posts und sowas hieß es da. Hör mal, erstens mal müsst ihr eure Meinung dazu nicht abgeben. Und zweitens ist das eben nicht Aufgabe hier dieses Amtes, euch diese Infos zu liefern. Ja, das ist ein interner Vorgang. Die haben ihren Vertrag gekündigt. Das ist erstmal deren Sache und Sache des Vereins, des Trägervereins in dem Fall. Und dann wird man in der Zukunft sehen, was dabei rauskommt. Und wenn denen das nicht passt, dann können die sich gegen diese Kündigung ja wehren. Alles klar? Also ich weiß nicht, dass da jeder innerhalb, sobald das bekannt wird, muss sofort jeder irgendwie auf Twitter seinen Senf dazugeben. Vor allem Leute, die jetzt eigentlich zu diesem Vorgang, das ist ja ein juristischer Vorgang, eigentlich überhaupt nichts sagen können. Ja? So. Ich habe mal geguckt zum Thema, oh, gibt es diese anti-israelischen Posts oder gibt es die nicht? Und das Instagram-Profil von dieser Frau Montezari, das steht natürlich auf privat. Ich habe es angefragt, aber noch keine Antwort bekommen. Aber schau mal, was hier steht. Eieieiei. Und da sind wir natürlich schon in einem Bereich, habe ich auch Videos dazu gemacht, wo man möglicherweise über eine Strafbarkeit von 86a
Strafgesetzbuch nachdenken könnte. Ja, wird von verschiedenen Staatsanwaltschaften im Moment noch ein bisschen unterschiedlich beurteilt. Schaut euch dazu mein Video an. Aber so viel dazu, gibt es diese Posts oder nicht. Es gibt zumindest mal diesen Untertitel hier dazu. Ja. Und wenn man mal auf das dazugehörige Twitter-Profil guckt, was jetzt nicht lädt, warum? Ah, hier. Und da ist jetzt, gut, das ist jetzt hier Fist Up. Okay. Mit Steinschleuder und so, naja. Kann ich mal wieder nur die Frage stellen, ob sowas sein muss? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht, aber kann sich ja jeder seine eigene Meinung dazu machen. Ich sehe bisher immer noch nicht, dass man jetzt hier von einem juristischen und gesellschaftlichen Skandal reden müsste. Weiter in der Kündigung. Und dann geht es hier noch um diesen, ja, mit Israel-Hasser-Kongress ist dieser Palästina-Kongress gemeint, hat ja vorhin schon was dazu gesagt, auf dem diverse Redner angekündigt wurden, die in der Vergangenheit mit antisemitischen Äußerungen aufgefallen sind. Laut der BZ sollen einige der Organisatoren aus dem Umfeld des mittlerweile verbotenen Vereins Samidum stammen. Als Rednerin wird unter anderem auch Frau Montasseri geführt. Ja, also wiederum diese Geschäftsführerin, um die es hier geht. Und man wirft hier eben vor, dass sie sich in vollkommen Bewusstsein darüber mit den sogenannten Persönlichkeiten in eine Reihe gestellt hat. Darin sehen die einen weiteren Verstoß gegen die im Leistungsvertrag vereinbarten Zielsetzungen, in denen menschenverachtende Einstellungen in der vom Bezirksamt geförderten und miteinander vereinbarten Jugendarbeit keinen Platz haben dürfen. Gut, dann wird noch ein bisschen weiter begründet, fehlende Einhaltung des Neutralitätsgebots und so weiter. Dann ist noch ein weiterer Punkt drin, der interessant ist. Da wird gesagt, dass diese Frau Montasseri, bevor sie Geschäftsleitung übernommen hat, eben die Projektleitung von Fantalisa innehatte und dass enge Kontakte zu den Mitarbeitern bestehen, was jetzt sicherlich noch nicht problematisch ist. Und dann heißt es weiter, dass eine der aktuellen Vorstandsfrauen, auch eine der Damen, die bei dieser Demo wohl dabei waren, zugleich Mitarbeiterin bei Fantalisa ist. Also Vorstand und Mitarbeiterin, und da sehen die eben ein Problem bei einer solchen Doppelfunktion. Einmal als Vorstand des Vereins und dann als Mitarbeiterin in der Vereinseinrichtung selber, ob das hier überhaupt noch möglich ist, seine Kontroll- und Aufsichtsfunktion eben hier inne zu haben. Also auch eine Begründung, die vielleicht relevant sein könnte. Dann kommen schwere Geschütze, ja, schwere Verstöße gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik. Das schreibt man natürlich jetzt auch, um das eben entsprechend zu begründen, dass hier ganz erhebliche Vertragsverletzungen aus deren Sicht vorliegen, die es eben erforderlich machen, dass dieses Vertragsverhältnis unverzüglich zu beenden ist. Und das ist natürlich auch eine Begründung für eine fehlende Abmahnung. Ja, hier steht es auch, vorherige Abmahnung ist daher entbehrlich. Und die umgehende Beendigung zum Schutz der betreuten Jugendlichen geboten. Pädagogische Arbeit vor Ort ist sofort einzustellen. Kündige den Leistungsvertrag außerordentlich, Nutzungsvertrag zum Betrieb der Einrichtung, also gibt es noch einen zweiten Vertrag, wird nachfolgend in einem Extraschreiben ebenfalls gekündigt. So, und hier ist ein interessanter Satz, und dann geht es um das Thema, das jetzt hier gesagt wird, diese Zentren, die werden ja geschlossen. Man will nämlich hier die Modalitäten besprechen und die Kontinuität der pädagogischen Begleitung der Besucherinnen zu gewährleisten. Also, das liest sich für mich so, dass das jetzt nicht heißt, die schließen hier zu, sondern dass man auf der Suche schnellstmöglich nach Alternativen ist, um das entsprechend weiter zu betreiben. Es gibt ja auch andere Leute, die sowas machen könnten, oder theoretisch könnte das Jugendamt das vielleicht auch selbst übernehmen oder könnte anderen das übernehmen lassen. Es gibt ja in Berlin sicherlich auch andere solche Zentren. Ja? Was ist dazu zu sagen? Es stehen Antisemitismusvorwürfe im Raum, es stehen andere Vorwürfe im Raum, wo eben Stadt Berlin hier eben vertreten durch das Jugendamt hier eine Situation sieht, die das für sie nicht zumutbar machen, dass dieser Trägerverein hier weiter tätig ist und diese Zentren betreibt. Juristisch ist das im Moment schwer zu beurteilen. Ja, insbesondere diese Posts sind aus meiner Sicht sehr relevant für diese Geschichte. Dass sie jetzt auf dieser Demo waren, ja, Mai zeigt schon ein bisschen, in welche Richtung das vielleicht geht. Ja, aber wäre mir jetzt ein bisschen zu dünn, rein juristisch. Aber einmal diese Thematik mit der Rednerin auf diesem Palästina-Kongress, ja, also dass sie da sprechen wollte. Und zum Zweiten die Geschichte mit den Posts. Wir hatten uns das Profil angeguckt. Das geht schon in eine sehr deutliche Richtung, muss ich sagen. Es geht überhaupt nicht, sowas auf sein Profil zu schreiben. Und sind schon Ansatzpunkte hier dran, die eine solche Kündigung rechtfertigen könnten. Warum hüpft jetzt jeder da drauf? Nehmen wir mal zum Beispiel jetzt hier Dave oder auch Shoyoka oder andere, die da auf Twitter schreiben, ist ja egal.
denen geht es natürlich primär darum, dass die diese Zentren für wichtig erachten, und das ist ja mit Sicherheit auch so, und die wollen eben nicht, dass die schließen. Ja. Ob die jetzt wirklich schließen oder nicht, oder ob die mal kurz zu sind und es findet sich kurzfristig jemand anders, das hängt natürlich jetzt von zwei Umständen ab. Zum einen, wie reagiert der Verein? Ja, gehen die jetzt wirklich vor? Oder sagen die, ist okay, wir machen damit, dass das vielleicht jemand anders übernimmt. Also das hängt ja auch von diesen Umständen ab. Und dazu ist im Moment überhaupt nichts bekannt. Deshalb wäre ich ein bisschen vorsichtig mit Spekulatius. Ich mag das überhaupt nicht. Und Twitter ist ja prädestiniert dafür. Also was ihr, ich spreche mich mal direkt an, was ihr da raushaut zurzeit, das ist echt, weißt du, ohne mal irgendwie sich vernünftig zu informieren oder mich vielleicht mal anzurufen oder sowas, dass man da vielleicht mal Aufklärung bereitet, um was es da geht, wird dann nur gesagt, nee, dann sind ja keine Posts irgendwie dabei. Also gibt es die vielleicht gar nicht. Was versteht ihr? Das geht euch überhaupt nichts an, ob diese Posts da dran sind oder nicht. Das ist überhaupt nicht euer Bier. Ja, fragt auch mal bei diesem Trägerverein nach, ob die die Posts haben oder nicht. Oder ob die Frau Montaseri vielleicht weiß, um welche es da geht. Ja, könnte ja sein. Also immer ein bisschen aufpassen, gell? Mehr sage ich ja nicht. Das ist nicht böse gemeint, einfach aufpassen. Und ja, mal ein bisschen die Dinge irgendwie reflektieren und dann kommt man ja auch meistens auf die Lösungen. Also, in dieser Kündigung haben sie jedenfalls nichts verloren. Deshalb verstehe ich auch nicht, dass man sich darüber aufregt. Boah, ich rede mich gerade in Rage. Ja, da kann man einfach mal sachlich die Fakten nehmen und kann sich dann damit befassen, so wie ich das tue. Aber ich habe mich auch schon ein bisschen in Rage geredet, oder? Ah. Lass mal auch mal die andere Seite zu Wort kommen. Schau mal, was das Frauenzentrum, also dieser Frieda-Verein selbst dazu sagt. Das haben wir hier. Bla, 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 bla. Außerordentliche Kündigung mit sofortiger Wirkung der Leistungsverträge für beide Mädcheneinrichtungen. Viele Solidaritätsbekundungen haben wir erhalten. Dann haben sie die Kündigung hier veröffentlicht. Wir sind schockiert. Zum einen über die Ausspähung privater Instagram-Accounts von Mitarbeitern. Das ist ein Argument, das lasse ich nicht gelten. Ja? Also die Leute wissen ja, dass sie da in einer gewissen Funktion sind, dass sie auch von der öffentlichen Hand hier gefördert werden. Und dass es vielleicht auch relevant ist, wie sie sich da verhalten. Und das ist ja auch keine Ausspähung, sondern jemand ist auf dieses Profil gegangen. Was heißt privat? Privat? Ja, privat. Natürlich ist sie da vielleicht als Privatfrau unterwegs, aber trotzdem ist das ja ein Profil, was irgendwie, gehe ich mal von aus, vielleicht mal öffentlich stand, gell? Sonst hätten die es ja nicht gesehen. Diffamierende Pressemeldungen genügen, um ohne Vorankündigung eine über Jahre währende Zusammenarbeit mit dem Jugendamt von einem auf dem anderen Tag zu beenden und die Schließung der beiden Einrichtungen zu verfügen. Okay, da bräuchte man dann mal ein Statement von Seiten der anderen Seite. Ne? Das ist klar. Ja, hätte man vielleicht mal vorher drüber reden können oder nicht. Aber das hängt auch ein bisschen davon ab, was da wirklich noch gelaufen ist. Ja, welche Posts sind da und so weiter. Ja, was mich jetzt ein bisschen wundert, an diesem Statement. Warum? Oh, es ist wieder so hell im Hintergrund. Meine Fresse, ich muss das in Zukunft irgendwie mal abdunkeln. Das geht mir irgendwie auf den... Diese ständig wechselnden Lichtverhältnisse. Ein ganzes Video. Okay, warte kurz. Ah, ich krieg's jetzt nicht anders hin. Also, was mich da ein bisschen wundert, warum äußert man sich denn da nicht zu den Vorwürfen mit diesen Instagram-Posts? Also ja eine Sache, wenn ich sage, boah, das ist ja grotesk, da werden Accounts ausgespäht, indem man da draufklickt. Und andererseits äußert man sich dann in keinem Wort dazu, ob das stimmt oder nicht. Ob da wirklich solche Äußerungen waren oder nicht. Eine habe ich euch ja eben gezeigt. Finde ich komisch. Ja, finde ich wirklich komisch. Da sträuben sich mir die anwaltlichen Nackenhaare, die im Moment abrasiert sind. Die Tatsache, dass unsere Mitarbeitenden auf ihren privaten Social-Media-Profilen überwacht werden, außerhalb der Dienstzeit geprofiled und offenbar kriminalisiert wird. Oh, Freunde der Nacht, also das ist eine Begründung, das geht überhaupt nicht. Das finde ich in keinster Weise gut und das ist auch PR-mäßig ganz, ganz, ja, sag ich mal, nicht clever gemacht. Und wenn es dann weiter noch heißt, wir haben die begründete Befürchtung, Opfer des Musters von Repression und Einschüchterung geworden zu sein, wie dies bereits in den Medien diskutiert wird, von dem gegenwärtig Personen betroffen sind, die sich mit der palästinensischen Bevölkerung solidarisieren und die eine genozidale Katastrophe abwenden wollen. Eieieiei. Also Punkt 1, wenn solche Vorwürfe erhoben wurden und du sprichst dann auch noch drüber über diese Social-Media-Geschichten, dann musst du inhaltlich aus meiner Sicht dazu Stellung nehmen. Dann musst du sagen, das stimmt nicht oder sagst irgendwas anderes. Aber das jetzt so zu machen, ist wirklich an der Sache vorbei. Und jetzt noch den Begriff des Genozids reinzubringen oder von einer genozidalen Katastrophe sprechen zu wollen, ist ja, ein bisschen Banane, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und damit tut man sich, glaube ich, keinen Gefallen, damit macht man es ja eher noch schlimmer. Die abrupten Kündigungen unserer Mädcheneinrichtungen in Friedrichshain-Kreuzberg treffen die einzig querfeministischen Projekte im Bezirk. Ja, das ist natürlich dann besonders tragisch, muss ich sagen. Man muss sich aber natürlich auch die Frage stellen, warum das jetzt passiert. Ja. Das ist aber übrigens auch der Grund, hatte ich ja vorhin gesagt, warum sich eine bestimmte Bubble da natürlich sehr dran stört, weil denen geht es eben darum, dass diese Zentren, die ja wichtig und richtig sind, vom Grundsatz her, dass die erhalten bleiben. Ja, da bin ich auch ganz dabei. Ich glaube aber, dass man da von Seiten der Stadt auch nach einer schnellen Lösung suchen will und hoffentlich auch eine findet. Ja, und der Rest dieses Statements, ja, wird halt ein bisschen jetzt natürlich gemotzt, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Ja, ja, das ist jetzt natürlich auch. Auch hier wird jetzt auf Rechtsstaat verwiesen und dass die Verwaltung Entscheidungen auf Grundlage fairer Verfahren treffen soll, in denen die Betroffenen angehört werden. Hier jedoch wurde ad hoc aufgrund von unbelegten Behauptungen und fragwürdigen Überwachungsmethoden gehandelt. Ich sehe jetzt keine fragwürdigen Überwachungsmethoden, wenn man auf ein Instagram-Profil geht, muss ich dazu sagen. Und zum Zweiten, jetzt äußert ihr euch ja. Das mit der Anhörung, das sehe ich ein. Hätte man vielleicht mal ein Gespräch führen sollen vorher oder nicht. Jetzt äußern sie sich öffentlich und äußern sich aber eigentlich nicht. Zumindest nicht zu dem Vorwurf. Es wird ja kein Wort zu den Vorwürfen direkt gesagt. Ne? Gar nichts. Das kann man so machen, muss man aber nicht. Und es sieht aus meiner Sicht auch nicht so gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so ist das. Warten wir mal ab, wie es da weitergeht. Die Kündigung ist da. Ob das dann als rechtmäßig beurteilt wird oder nicht, kann ich juristisch aus der Ferne nicht beurteilen. Das hängt viel davon ab, habe ich ja schon mal gesagt, ob es hier diese entsprechenden Social-Media-Posts gibt und so weiter. Also es könnte ein deutliches Indiz sein, gerade wenn das jetzt hier von Führungspersonal kommt, dass man eben hier tatsächlich Kündigungsgründe sehen kann. Ja? Aber dazu haben wir natürlich im Moment keine Kenntnis, weil ich diese Posts nicht kenne, um die es da geht. Ja? Die kennt übrigens auch kein anderer, deshalb sollte vielleicht auch jeder andere ein bisschen vorsichtig damit sein. Aber eins ist natürlich auch klar, wenn das Bezirksamt hier schreibt, das ist bei der Staatsanwaltschaft und die überprüfen das wegen Verdacht Volksverhetzung und 86a StGB, dann gehe ich mal schwer davon aus, dass das jetzt nicht irgendwie einfach nur da reingeschrieben ist, sondern dass da wohl bei der Staatsanwaltschaft wirklich was läuft. Das Ganze geht ja auch schon auf Vorfälle aus dem Oktober, beziehungsweise bis in den Oktober hinein zurück. Okay? Das ist jetzt kein Schnellschuss, so wie das aussieht. Also ja, ich glaube, da ist einfach zu wenig im Moment öffentlich und deshalb nochmal mein Rat vielleicht an manche Beteiligte, vielleicht einfach mal besser raushalten oder mal ein bisschen still sein und mal abwarten. Wie gesagt, es ist nicht Sache des Bezirksamtes, euch Begründungen für diese Kündigung zu liefern, sondern es ist deren Sache, die Kündigung so weit zu begründen, dass sie formal okay ist. Formal okay ist sie. Es kommt jetzt eben darauf an, sind die Vorwürfe berechtigt oder sind sie es nicht. Also treffen sie zu oder treffen sie nicht zu. Darum geht's. Das geht euch aber, wie gesagt, nichts an. Also die sind da in keiner Beweispflicht euch gegenüber oder sonst was. Ja, deshalb Ball flach halten und jetzt lieber kurzfristig nach Lösungen suchen. Und ich hoffe, das macht die Stadt Berlin dann auch. Ja, so viel dazu. Was meint ihr dazu? Habt ihr es überhaupt mitbekommen? Diese ganze Debatte im Internet? Wenn ich mich schon mal dazu hinreißen lasse, auf Twitter was zu schreiben, dann ja, habe ich wirklich kurzzeitig mal meine Beherrschung verloren. Also, das war's für heute. Interessantes Thema. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Auf Twitter geht es auf jeden Fall weiter. Das habe ich gesehen. Da wird wild hin und her geschrieben von verschiedenen Beteiligten. Verschiedene Bubbles sind da miteinander am Interagieren. Aber mich hat jetzt mehr mal die Faktenlage und die juristische Seite interessiert. Kündigung könnte rechtmäßig sein. Hängt, wie gesagt, nicht von der Begründung ab. Die Begründung ist okay. Es hängt davon ab, ob sich die Vorwürfe als zutreffend erweisen oder nicht. Ja? Soweit. Bis zum nächsten Mal. Füllt meine Kommentarspalten und nächstes Mal, bevor davor schnell Twitter-Posts rausgehauen werden, nicht verzagen, Bußfragen. Also, haut rein und ciao.